Folgen Sie der Kultur, der Musik, der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. FH, Dis und Gis. Herr Franek, das sind vier Noten, die irgendwie die Musikwelt revolutioniert haben. Warum diese Noten? Also ich würde sagen, das ist der berühmte Tristan-Akkord, der an sich für sich genommen selbst gar nicht so besonders ist. Man könnte ihn den hier, diese vier. Zusammen. Harmlos, tut nicht weh. Ein schwebender Akkord. Und da sind wir schon beim Thema, das Spannende ist nicht der Akkord an sich, sondern was Richard Wagner damit macht. Okay. Man könnte den Akkord, also wenn man ihn, man kann ihn verschieden deuten, es gibt Abhandlungen noch und nöcher und es gibt sehr verschiedene Lösungen davon. Und eine zum Beispiel wäre, könnte man ganz schlicht nach unten auflösen, dann eine etwas andere vielleicht. So tut's alles nicht weh. Nein. Aber bei Tristan tut das verdammt weh. Und zwar 5 Stunden lang. Das liegt daran, Auflösungen gehen im Allgemeinen nach unten. Richard Wagner geht die andere Richtung. Okay. Und geht nach oben. Die Bedeutung, also steht drüber, schmachtend, ein Sehnen, ein... Das dauernde Warten auf eine Erlösung und dieses chromatische, also Halbton-Schritthafte, immer nach oben, weiter, 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 weiter und ich warte, dass irgendwas passiert? Oder wie, was ist der psychologische Trick dabei? Der psychologische Trick ist, glaube ich, erstens, dass dem Zuhörer der Boden unter den Füßen weggezogen wird, beziehungsweise er nie richtig auf den Boden kommt, weil die Auflösungen immer überraschend sind. Trugschlüsse, was man nicht denkt, dann geht er weiter in einer neuen Tonart, wieder Chromatik. Und wenn der Zuhörer sich darauf einlässt, wird er sozusagen umhergetragen und kommt nicht zur Ruhe. Und das machen wir ja 3 Aufzüge lang. Und dann haben wir das Innere aber auch wirklich als jegliche Seelenlandschaft erkundet. Und dann endlich passiert etwas mit diesem Akkord. Wird er denn dann aufgelöst oder schwebt das alles noch weiter ins Nirvana? Er wird gelöst nach H-Dur, also eine Tonart der... sagen wir, der Erlösung könnte man sagen. Aber das Ganze hat trotzdem weiterhin so eine schwerelose Farbe. Also das ist direkt am Schluss. Das ist eine Auflösung, die so bis dahin noch nicht vorgekommen ist. Also er hat den Akkord ja x-mal verwendet und in unterschiedlichster Weise aufgelöst oder fortgesetzt. Ist das für uns jetzt ein Happy End oder nicht? Ja. Da mussten Sie aber lange nachdenken. Was macht das zum Happy End? Es sind natürlich, es sind beide tot. Ja. Das macht einen zögern. Aber sie sind eigentlich beide, glaube ich, wo sie hinwollten. Sie träumen ja als Erlösung dann von der Nachtwelt, von dem zur Ruhe kommen und dem Zueinander finden, wo sie denken, das geht nur in der Dunkelheit und eigentlich im Tode. Und das zeigt diese letzte neue Auflösung dieses Akkordes. Die bringt ihnen auch Frieden, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, das kann man so empfinden. Herr Franek, es wurden Bücher über diesen Tristan-Akkord geschrieben. Sie arbeiten gemeinsam mit Christian Thielemann an der Umsetzung. Was ist der Punkt, wo man sagt, okay, diesen Akkord, jeder hat den von allen Seiten beleuchtet. Worauf kommt es Ihnen da an? Was muss man da rauskitzeln? Zeigt man bewusst Veränderungen? Zeigt man bewusst, dass er kommt? Hält man den hoch? Wie geht man an so einen Akkord ran, der schon 1000-mal interpretiert wurde? Ich glaube, also es gibt verschiedene Varianten. Man kann sich natürlich quasi musikwissenschaftlich darauf stürzen und immer, wenn er kommt, ihn besonders betonen. Und dann gibt es die Variante, indem man das einmal zur Kenntnis nimmt, das ist das Material, und dann aber sagt, es gibt sehr viel Material in diesem Stück, das ist ein Teil davon, und man versucht, das Ganze zum Leben zu erwecken, ohne jetzt die
spezielle Brille eines, des Fachmannes da, des theoretischen Fachmannes drauf aufzusetzen. Musik bleibt am Ende des Tages sinnlich. So ist es. Vielen herzlichen Dank für diese Einführung. Dankeschön. Dankeschön.